Kann Florian Silbereisen seiner Ex Helene Fischer etwa nicht das Wasser reichen? Wenn es nach Sänger Maximilian Ahland geht, gibt es hinter der Kamera große Unterschiede zwischen den beiden. Florian Silbereisen, 42, und Helene Fischer, 39, sind das beste Beispiel dafür, dass man nach dem Ende einer Beziehung befreundet bleiben kann. Obwohl die beiden sich getrennt haben, stehen sie immer noch in Kontakt und haben sich sehr gern. Von den Fans wird das ehemalige Schlager-Traumpaar dafür sehr bewundert. Bei ihrem Musikerkollegen Maximilian Ahland, 42, scheint sich die Begeisterung allerdings in Grenzen zu halten. Er hat gemischte Gefühle, wenn es um Florian und Helene geht. Maximilian Ahland ist so enttäuscht. In einem Interview mit der Zeitschrift von Frau zu Frau verrät Maximilian, dass er noch nie zu einer Florian Silbereisen Show eingeladen wurde und darüber ziemlich enttäuscht ist. Ich bin seit 30 Jahren auf der Bühne, und wenn man neue Lieder hat, dann bietet man sich natürlich allen möglichen Sendungen an und fragt sich dann schon, warum man da nicht eingeladen wird. Es ist schon sehr schade, klagt er. Ich bin mir sicher, dass die Schlagerfans sehr viel Spaß mit diesen Liedern von mir hätten. Doch das scheint Flori wohl anders zu sehen. Man braucht in diesem Geschäft ein dickes Fell und Ellenbogen, weiß Maximilian. Wenn man das nicht hat, dann ist man da fehl am Platz. Ich bin zwar keiner, der mit Ellenbogen kämpft, aber ich habe ein dickes Fell. Ich nehme auch nicht mehr alles persönlich, auch wenn es am Ende natürlich persönlich ist. Als er auf Helene Fischer angesprochen wird, zeigt Maximilian sich aber plötzlich von seiner sanften Seite. Wir haben hin und wieder zusammengearbeitet. Trotz ihrer großen Karriere ist sie immer auf dem Boden geblieben, ist nicht abgehoben. Ich finde toll, was sie macht, schwärmt er. Wenn ich mal auf einem Konzert von ihr bin und sie mich sieht, dann grüßt sie immer nett, winkt mir zu und freut sich, dass auch Kollegen ihre Show feiern. Worte, die Florian von Maximilian wohl nie zu hören bekommen wird. Ganz schön enttäuschend.